So, guten Morgen, liebe YouTuber-Gemeinde. Wir haben heute den 26. Januar 2013. Es ist 7.13 Uhr in der Frühe. Also ich konnte auch nicht mehr schlafen, weil heute geht Sondeln. Es ist Samstag und ja, ich habe heute frei. Heute werde ich mit Wackes mal in meinen Zauberwald gehen, wo ich auch den Münzhort vom 30-jährigen Krieg gefunden habe. Und auch die keltische Münze und römische Münzen haben wir dort auch schon gefunden und eigentlich schon viel schöne Sachen. Und ja, da gehen wir heute hin. Und wie ihr sehen könnt, naja, oder auch nicht sehen könnt, die Uhr ist ein bisschen schwach, hier 7.14 Uhr, draußen ist es noch dunkel. In dem Zuge kann ich euch gleich mal meine Funde vom letzten Mal zeigen. Da hätten wir einmal diese germanische Fibel. Wartet, ich mach mal Licht. Hätten wir einmal diese germanische Fibel. Die ist sehr schön und selten, wie ich erfahren habe. Die Patina darunter, die ist auch noch ganz gut. Leider fehlt die Nadel. Leider fehlt die Nadel. Aber ein sehr schönes Stück. So, was haben wir noch letztes Mal gefunden? Wir haben einen Ring. Ein Bronzering mit einer schönen, sehr schönen Patina gefunden. Aus der Hallstätter Zeit. So nach Merowesch seiner Bestimmung. Das ist der. Der Ring ist ganz schön klein. Hat wahrscheinlich einem Kind gehört, was mein Glück war, dass das Kind diesen Ring verloren hat. Ihr seht, also der Ring ist etwas ungleichmäßig fabriziert worden. Also noch keine Meisterkunst, 475 bis 800 nach Christus. Aber man sieht, die Patina ist wirklich sehr schön. Warte mal, kann ich das ein bisschen demonstrieren hier. Also wirklich herrliches Teil. Dann kam in diesem Wald, wo ich diese ganzen keltischen Funde gemacht habe, auch noch diese Münze mit Ludwig dem 16. Diese schöne Silbermünze kam da. Das sind 15 Sols, 1791. Wunderschön. Das waren die drei schönen Funde von letztes Mal. Und ja, heute gehen wir in den Wald und dann werden wir mal sehen, was wir da noch alles ausmachen. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei.